Datenschutz. Oft wirkt das Thema abstrakt. Es kann aber auch sehr konkret werden. Zum Beispiel bei Überwachungskameras in Vorräumen von Toiletten. Aus Angst vor Schmierereien und Vandalismus hatten Discobetreiber und Schulen sie installiert. Aber allein die Aufenthaltsdauer in der Kabine festzuhalten, verstößt gegen Persönlichkeitsrechte, ist nicht erlaubt. Nur ein Problem, mit dem sich Schleswig-Holsteins oberste Datenschützerin und ihr Team in den vergangenen 2 Jahren beschäftigt haben. Sie haben mehrere Aufgaben, nehmen Beschwerden von Bürgern an, bis zu 20 jeden Tag. Und sie kontrollieren, ob die Behörden im Land sich an Datenschutzvorgaben halten. In ihrem Tätigkeitsbericht steht, dass Bürger sich vor allem bei Bedenken gegen Überwachungskameras melden. 135 Fälle haben die Datenschützer geprüft, unter anderem Kameraperspektiven von Webcams an Stränden kontrolliert, Betreiber darauf hingewiesen, dass Gesichter nicht zu erkennen sein dürfen. Das Schwierigste ist, mit beschränkten Ressourcen auszukommen und dann die richtigen Prioritäten zu treffen, denn man kann es nie allen recht machen. Ganz wichtig ist, dass wir allen Beschwerden nachgehen und dass wir dann auch ehrliche Antworten beim Aufklären bekommen. Und wenn wir den Eindruck haben, das ist so nicht, dann können wir auch ungemütlich werden. Gegen Unternehmen können die Datenschützer Bußgelder verhängen. Behörden können sie lediglich auf Probleme hinweisen. Zum Beispiel im Fall fehlgeleiteter E-Mails bei der Polizei. Ein Kreistagsabgeordneter hatte Ermittlungsakten erhalten, die ein Staatsanwalt eigentlich an dessen Namensvetter bei der Kripo schicken wollte. Die Datenschützer haben den Fall geprüft und eine Änderung im E-Mail-Programm der Landesverwaltung angestoßen. Ein weiterer Arbeitsbereich: Prävention. Ein Fall: Einbrecher hatten in einer Arztpraxis Daten von mehr als 40.000 Patienten gestohlen. Die waren auf nicht verschlüsselten USB-Sticks gespeichert. Verschlüsselung ist ganz einfach, einem als Maßnahme anzuwenden. Aber auch, dass man sich mehr Gedanken macht, wenn man was Neues zum Beispiel einführt. Oder ob die alte Technik überhaupt noch so funktioniert. Und das Wichtige ist dann, diese Geschichte zu erzählen, damit andere daraus lernen können. Und damit diese Fälle nicht nochmal passieren. Damit jeder weiß, Mist, das hätte mir auch passieren können. Wirklich gravierende Fälle seien zwar die Ausnahme, trotzdem hätten die Experten insgesamt mehr Arbeit. Denn mit dem steigenden Bewusstsein für Datenschutz steige auch die Zahl der Anfragen. Die Politik hat bereits reagiert. Das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz konnte kürzlich 5 zusätzliche Mitarbeiter einstellen.